Wir sind die Wildecker Herzbuben. Und ich bin die Helga und ich singe jetzt auch mit, gell? Das machen wir jetzt so. Hafe Kerkeling. Wenn er am Montag losgelassen wird, haben Sie gut lachen. Denn darüber lacht die Welt. Hafe Kerkelings, 21.15 Uhr, Sat.1, darüber lacht die Welt. Vorsicht, das sind die Narben vom letzten Lifting, ja? Bitte, bitte, bitte. Ja, so ist schön. Herrlich. Karen, sag mal, glaubst du, dass es mit dem Weigel-Interview diesmal klappt? Du, Ingolf, es sieht gut aus. Er macht sich gerade noch fertig. Mhm. Die Wochenshow. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Mit Ingolf Lück. Anke Engelke, Marco Riemer und Karen Friesecke. Die Wochenshow, die witzigsten Nachrichten der Welt. Hallo, guten Abend und ganz herzlich willkommen zur Wochenshow. Mein Name ist Ingolf Lück und das sind unsere Themen. Die Telekom eröffnet neue Beschwerdestelle. Otto Rehhagel bleibt bei den Bayern als Busfahrer. Der Stargast dieser Woche, Marcel Reif. Und für 20 Millionen, Schumi kauft neuen Privatjet. Die Meldungen der Woche. Prinzessin Diana hat als Vorsitzende ihrer eigenen Herzstiftung in einem Londoner Krankenhaus an einer komplizierten Operation teilgenommen. Und selbst am Operationstisch gab sich die Prinzessin große Mühe, gut auszusehen. Deutschlands gefragtester Gesprächspartner in dieser Woche ist zweifellos Franz Beckenbauer. Seit dem UEFA-Cup-Spiel am Mittwoch sitzt er wieder auf der Trainerbank des FC Bayern. Und jetzt sitzt er in unserem Münchner Studio live. Guten Abend, Franz Beckenbauer. Franz, bevor wir auf das heutige Spiel gegen den ersten FC Köln eingehen, darüber muss natürlich gesprochen werden, das ist ganz klar, noch einen Satz zu Ihrem Vorgänger Otto Rehhagel. War wirklich sein gespanntes Verhältnis zu den Medien Grund für seinen Rauswurf? Franz, Sie selbst haben immer wieder persönlich gesagt, der Otto muss mehr mit den Medien reden. Wie sehen Sie das jetzt selbst, jetzt wo Sie selbst Trainer sind? Ja, Franz, wenn Sie schon nichts sagen, dann können Sie vielleicht wenigstens mal lächeln, ne? Na bitte, es geht doch. Franz, die Bundesliga-Saison ist in 3 Wochen zu Ende und damit endet auch Ihr Engagement als Trainer beim FC Bayern München. Danach die Europameisterschaft im Fußball in England. Da könnten Sie doch kurz vor dem EM-Finale eigentlich Bertis Job übernehmen, oder? Nein, hat er nicht gesagt. Lieber Franz Beckenbauer, herzlichen Dank für das Interview und tschüss nach München. Danke. Bonn. Der FDP-Vorsitzende Klaus Kinkel hat in dieser Woche seine Fraktionskollegen verärgert. Zu einem Arbeitsfrühstück am Donnerstag erschien er mit 2-stündiger Verspätung. Morgen, Herr Kinkel. Ausgeschlafen. Berlin. Die Lage auf dem ostdeutschen Wohnungsmarkt bleibt weiterhin gespannt. Nach wie vor suchen mehr als 500.000 Menschen ein Zuhause. Ja, und hier haben wir dann das schöne, helle, geräumige Wohnzimmer. Was ist das denn für ein Flecken an der Wand? Ach, wissen Sie, hier hat vorher ein Chemiker gewohnt. Der hat immer so Experimente gemacht. Ach so, dann sind das also die Spuren seiner Versuche. Nein, das ist der Chemiker.
London. Queen Elizabeth II. Hat entschieden, der Buckingham-Palast braucht dringend einen neuen Teppichboden. Wegen der angespannten Haushaltslage kümmert sich die Queen höchstpersönlich um die Finanzierung. Washington. PLO-Chef Yasser Arafat ist zu Gast bei US-Präsident Clinton und erweist sich wieder einmal als modischer Trendsetter. Nach seinem Klassiker, dem Palästinensertuch, präsentierte Arafat jetzt den Amerikanern seinen neuesten Modeclou. Das war der Nachrichtenüberblick. Zurück zu Ingolf Lück. Danke, Anke. In der vergangenen Nacht wurde im hessischen Darmstadt ein dreister Raubüberfall verübt. Näheres dazu von unserer Chefredakteurin Karin Friesicke. Danke, Ingolf. Nach letzten Informationen deutet alles auf eine Tat des organisierten Verbrechens hin. Die Ermittlungen konzentrieren sich jetzt auf die gefährliche Bande um die Rumänen Andrei Plincescu und Vlad Sabulescu. Hier einige Phantombilder, die die Polizei nach Zeugenaussagen anfertigen ließ. Die gesuchten Andrei Plincescu, sein Vetter Vlad Sabulescu sowie die Brüder Viorel, Octavian und Roman Dumitrescu wurden nur 10 Minuten nach der Tat in einem Fahrzeug der Marke Skoda in diesem Waldstück gesehen, wo Plincescu, Sabulescu und Octavian Dumitrescu, die ehemaligen Securitate-Offiziere Dino und Titi Horizeanu, beim illegalen Hütchenspiel übervorteilten. Plincescu, Sabulescu und Horizeanu treten auch unter falschen Namen Dimitar Coranu, Grigoriani Popelescu, Wojtek Kruszowski und Norbert Blüm auf. Wegen Plincescus alias Popelescus Verbindung zur russischen Mafia fahndet die Polizei auch nach den ukrainischen Drillingen Alexander Igor Vasejewitsch, Piotr Bogdan Vasejewitsch und Boris Juri Golem Vasejewitsch. Alexander Igor, Piotr Bogdan und Boris Juri Golem Vasejewitsch kennen Sabulescu, Dumitrescu und alias Plincescu, Popelescu, Gruszowski und Coranu seit 1989. Als Roman und Octavian Dumitrescu damals noch ohne ihren Bruder Viorel mit den zwei Vasejewitsch-Drillingen Boris Juri Golem und Alexander Igor, den Zuhälter Andrzej Plincescu alias Popelescu auf Veranlassung seines Vetters Vlad Sabulescu aus dem staatlichen Gefängnis im estnischen Jalidiborsk befreiten, während Dino Horizeanu und Piotr Bogdan Vasejewitsch mit Vlad Sabulescu zu dieser Zeit schon den Heroinhandel auf der Route Kuala Lumpur, Vladivostok, Bukarest kontrollierten. Die Polizei bittet nun um ihre Mithilfe bei der Fahndung nach den Tätern. Ingolf. Danke, Karin. Im Königreich Schweden gab es in dieser Woche Grund zum Feiern. König Carl Gustav wurde 50 Jahre alt. Aus diesem Anlass sehen Sie in unserer Reihe Geständnisse Königin Silvia von Schweden. Königin Silvia, verehrte Hoheit. Die Feierlichkeiten zum 50. Geburtstag Ihres Gatten werden wohl, mit Verlaub, als Orgie des Jahrhunderts in die Annalen eingehen. Ist es für Sie, verehrte Sylvia, nicht eine Kränkung, dass Ihr Ehegatte Karl Gustav in dieser Nacht das Schlafgemach mit der englischen Königin geteilt hat? Was ich selbst sehr wichtig finde, ist also, dass man tolerant ist. Das finde ich sehr wichtig. König Karl der 16., Gustav, Ihr Gatte, wollte ja sogar den als Kinderfreund bekannten Michael Jackson zur Party einladen. War das auch in Ihrem Sinne? Nein, das habe ich versucht zu vermeiden. Ich weiß ja, ob es richtig war, aber ich glaube, das wäre mehr eine Belastung für die Kinder geworden. Es gibt das Gerücht, Sie seien am späten Abend nur noch mit einem angeklebten Schnurrbart bekleidet durch die Gänge gelaufen. Man hat mir eigentlich selbst sehr viel Freiheit überlassen. Und viele Fragen, die ich hatte, hat mein Mann sehr oft beantwortet mit, ja, mach so, wie du das für richtig hältst. Höhepunkt des Abends war eine Partie Strip-Poker im Kreise der Familie. Wer hat denn da die besten Karten gehabt? Das fragen Sie mich.
In der gestrigen Bundestagssitzung sorgte ein Redebeitrag des Abgeordneten Herbert Lattmann für Aufregung. Lattmann stellte der Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth die entscheidende Frage zur Lage der Nation. Frau Präsidentin, nachdem heute verschiedene Änderungen unserer Arbeitsweise in Kraft treten, hätte ich die Frage, weil ich das aus der Tagesordnung nicht erkennen kann, wann denn die Mittagspause vorgesehen ist. Der heutige Stunt von Spartacus, dem größten Stuntman der Welt, soll ein humanitäres Zeichen setzen. So zumindest hat es der todesmutige Held angekündigt. Wie immer mit von der Partie ist unsere Reporterin Anke Engelke. Hallo, liebe Zuschauer. Heute hat Spartacus, der große Stuntman, etwas ganz Besonderes für uns. Er wird uns einen der gewagtesten und gefährlichsten Stunts aller Zeiten zeigen. Was genau passiert, sagt er Ihnen gleich selbst, denn da kommt er schon. Hallo Spartacus, toll Sie wiederzusehen. Wie geht's Ihnen? Es geht mir großartig. Das ist Bunte Feder, mein Blutsbruder aus Amerika. Sag guten Tag, Bunte Feder. Guten Tag, Bunte Feder. Bunte Feder, was halten Sie denn von Spartacus? Tapferer Mann. Wohlgesprochen, großer Krieger. Spartacus, was genau werden Sie uns denn heute zeigen? Meine heutige Aktion ist dem großen indianischen Volk gewidmet, dem ich seit vielen Jahren aus tiefem Herzen verbunden bin. Ich werde mich auf dieser Scheibe befestigen lassen. Die Scheibe wird in Drehung versetzt und Bunte Feder wird 3 Pfeile auf die Scheibe abschießen, ohne mich zu treffen. Großes Indianer-Ehrenwort. Danke, Bruder. Bleibt mir nur noch zu sagen, toi, toi, toi und Manitou sei mit Ihnen. Spartacus wird jetzt von 2 Helfern auf die Zielscheibe geschnallt. Die Gurte sind übrigens aus gefärbtem Hanf. Er hat mir verraten, dass er bei seinen spektakulären Stunts nur original indianische Werkstoffe verwendet. Jetzt müsste es gleich soweit sein. Ja, Spartacus. Alles in Ordnung? Ja, alles in bester Ordnung. Aber bevor wir anfangen, möchte ich darauf hinweisen, dass der Erlös dieser Aktion meiner Geronimo-Stiftung zugutekommt. Einem Hilfswerk für notleidende Indianer, bei dem sie mit Zelten und Federn versorgt werden. Das ist toll. Meine Hochachtung, Spartacus. Fantastisch. Und Feder, höre. Der Adler, der nachts schlummert und am Tage wacht, möge dich und deine Familie beschützen. Hey, ich bin noch nicht fertig. Möge der Adler über deinem Hause kreisen, damit deine Familie weiß, wenn du lebst, bist du lebendig. Wenn du stirbst, bist du tot. Das haben Sie schön gesagt, Spartacus. Spartacus hat so eine unübertroffene Art, uns Wahrheit zu vermitteln. Noch ruckelt es ein bisschen, aber gleich wird die Scheibe eine Geschwindigkeit von 280 Umdrehungen pro Minute erreichen. Bunte Feder spannt seinen Bogen. Großartig, Spartacus! Keine miese Mark kriegt ein bescheuertes Volk. Liebe Zuschauer, Sie sahen soeben nicht nur einen der gefährlichsten Stunts aller Zeiten, sondern auch ein Paradebeispiel für brüderliches Vertrauen und Nächstenliebe. Schafft mir diese Rothausfahrt! In dieser gesinnlichen Stimmung möchte ich nun zurückgeben ins Studio. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Wochenshow. Es geht weiter mit dem Kulturreport. Von der Eröffnung der 23. Kasseler Kulturtage berichtet jetzt live mein Kollege Wilhelm Rogersen. Hallo liebe Zuschauer, grüß Gott, liebe Freunde der schönen Künste. Ich stehe hier in einem Museum für postmoderne Kunst in Kassel. Schauen wir uns ein bisschen um. Ah, da ist der Museumswärter. Entschuldigung, Sie kennen sich doch aus. Was ist das? Ein Pissoir. Meine Damen und Herren, ist das nicht toll? Ein echter Pissoir und gleich so viele davon. Nein, so ein Glück. Da steht der Künstler selbst in einer Installation. Bonjour, Monsieur Pissoir. Welch eine Freude. Monsieur Pissoir, was haben Sie sich bei der Anordnung gedacht und wofür steht zum Beispiel das kleine Ding da in Ihrer Hand? Wollen Sie mich anmachen? Aha. Anmachen kann man es also auch. Ja, Entschuldigung. Dann los, ein wahrer Meister. Merci beaucoup, Monsieur Pissoir. Wir lassen den Künstler jetzt alleine. Hier in dieser kleinen... Aha, dieser Teil der Ausstellung ist noch nicht eröffnet. Meine Damen und Herren, Museen sind, so
Hey, halt, stopp, was machen Sie denn? Sind Sie wahnsinnig? Das ist doch Kunst! Das war knapp. Tja, meine Damen und Herren, trotz dieses kleinen Schocks muss ich sagen, eine wirklich gelungene Ausstellung. Ich hoffe sehr, Ihnen hat dieser kleine Rundgang gefallen und an dieser Stelle möchte ich auch meine Reportage beenden. Diesen Katalog nehme ich natürlich auch gerne mit. Ich gebe zurück ins Studio. Fußball. Die komplette Mannschaft von Bayern München hat zusammengelegt, um dem scheidenden Trainer Otto Rehhagel wenigstens ein Abschiedsgeschenk zu machen. Überreicht wurde das wertvolle Präsent durch Stürmerstar Jürgen Klinsmann. Tennis. Boris Becker hat bei den BMW Open in München endlich wieder überzeugend gespielt. Er beeindruckte vor allem durch seine wiedergewonnene Aufschlagstärke. Und die gesamte Tenniswelt fragt sich, wie macht er das? Ein namhafter deutscher Bierhersteller hat in einer bislang beispiellosen Rückrufaktion seinen erfolgreichsten Werbespot mit Deutschlands beliebtestem Sportreporter Marcel Reif vom Markt genommen. Irrtümlich lief monatelang eine falsche Version des Spots. Die Wochenschau zeigt Ihnen erstmals die korrekte Fassung. Die schönste Freude ist die Vorfreude. Auf das Pils mit der sprichwörtlichen Frische und dem unvergleichlichen Geschmack. Bitburger, ein besonderes unter den Besten. Auf Wiedersehen und ein schönes Wochenende. Schlaf, Hilde ist ein Schlaf.